Warte, du bist schon wach. Ja, ich habe auf dich gewartet. Ich wusste schon, dass du kommst. Komm, lass uns nach unten gehen. Die anderen sind bestimmt auch schon wach. Hallo. Guten Morgen, ihr beiden. Alles Liebe zum Geburtstag. Von mir auch alles Gute. Glückwunsch. Glückwunsch. Danke, ihr habt aber schön dekoriert. Aber ziemlich viel Konfetti. Das Konfetti hat Papa verteilt. Ach, so viel ist das doch gar nicht. Nun gut, ihr könnt gerne eure Geschenke auspacken. Diese Geschenke sind für Malte, die hier vorne für Clara und auf dem Tisch liegt noch eines für euch beide zusammen. Du darfst anfangen, Clara. Okay, danke, Malte. Ich packe als erstes dieses Geschenk hier aus. Wie schön, ein Buch. Das habe ich mir gewünscht, danke. Gut, nun ich. Toll, ein Tiptoy-Set. Danke. Super, ein Pferdeset. Wow, ein Sachbuch über wilde Tiere. Das Geschenk ist ziemlich groß. Ich bin total gespannt, was da wohl drinnen ist. Wie schön, ein Pferd. Danke. Toll, ein Mikroskop. Damit kann ich die verschiedensten Gegebenheiten unseres Universums analysieren. Okay. Ich packe mal unser gemeinsames Geschenk aus. Was ist das denn? Das ist ein Detektivset. Super! Nun haben wir zwei Pinsel, einen Spaten und einen Stift und eine Taschenlampe. Die ist doch perfekt für später, wenn unsere Freunde zum Übernachten kommen. Ja, das stimmt. Freut mich, dass euch die Geschenke gefallen. Wir frühstücken nun erst einmal. Eure Freunde kommen erst heute Abend. Am Abend. Clara, Malte, eure Freunde sind da. Juhu, unsere Freunde. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Tschüss. Oh Gott, ich bin schon so aufgeregt. Achtung, hoffentlich vermisse ich meine Eltern nicht so. Oh nein. Das geht schon, du musst dir doch keine Gedanken machen. Nein, vielleicht gibt es Geschenke. Stell dir vor, was ihr geschenkt bekommt. Alle mal herhören. Es gibt keine. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ihr könnt eure Geschenke auf den Küchentisch legen. Während ihr die Geschenke auspackt, richte ich schon mal euren Schlafplatz her. Johannes, du behältst hier Stellung? Ja, klar. Clara, du darfst als erstes ein Geschenk aussuchen. Okay, ich nehme dieses hier. Da steht nämlich mein Name drauf. Das ist von mir. Super, ein Bastelset. Danke, Paul. Okay, Paul, nun packe ich dein Geschenk für mich aus. Mensch, Paul, es ist ja voller Styropor. Ja. Wetten, da ist etwas total Kleines drinne? Das war ja klar, ein Gutschein. Aber der ist toll. Danke, Paul. Okay, jetzt nur noch deine Geschenke, Annika. Oh, Blumen, wie schön. Und dieses Buch wollte ich schon immer haben. Die Schimpansenforscherin Jane Goodall erzählt von ihrer Forschung. Danke. Tja, ich kenne dich einfach gut, Malte. Wow, mein Geschenk ist ja riesig. Was da wohl drinnen ist? Oh, wie toll! Ein Puppenhaus! Hast du das etwa selbst gebastelt? Ja, genau. Ich bastele gerne. Wie ich sehe, seid ihr fertig mit Auspacken. Dann räumen wir hier auf und anschließend gibt es Essen. Mann, die Pizza war so lecker! Ich bin so voll. In mich passt nicht einmal mehr eine Erbse rein. Auch kein Schokodonut? Was? Schokodonut? Also ich merke gerade, ein bisschen Platz habe ich doch noch. Na, ein Glück. Ich teile euch die Donuts aus. Ach, die Donuts sind so lecker. Das freut mich. Und nach dem Essen macht ihr euch bitte bettfertig. Oh je, ich habe eindeutig ein paar Donuts zu viel gegessen. Wie viele denn? So 4 Stück? Die Jungs schlafen übrigens in Maltes Zimmer und die Mädchen in meinem. Aber wir können uns bei dem Schlafen noch alle zusammen in meinem Zimmer aufhalten. Wie ich sehe, habt ihr es euch alle gemütlich gemacht. Aber denkt bitte trotzdem an Schlafen, in Ordnung? Geht klar, Mama. Und was machen wir jetzt? Wir könnten Wahrheit oder Pflicht spielen. Gute Idee. Okay, wer fängt an? Annika. Sie hat das Spiel schließlich vorgeschlagen.
gut, ich nehme Paul. Ich entscheide mich für Wahrheit. Na gut, was war die schlechteste Note, die du je geschrieben hast? Eine 5. In einem Diktat in der 2. Klasse. Und nun bin ich dran und ich nehme Clara. Okay, Pflicht. Mache einen Klingelstreich bei euren Nachbarn. Was? Das ist ja bei Finn zu Hause. Na gut. Mist, im Wohnzimmer sitzen Mama und Papa. Na, dann muss ich wohl durch die Terrassentür raus. Da kommt sie. Hoffentlich schläft Lena nicht. Ach, endlich ist Lena mal eingeschlafen. So, klingeln und schnell abhauen. Oh nein, wer ist das denn? Stefan, geh du bitte zu Lena. Hallo? Was, niemand da? Na warte, wenn ich den erwische, der das getan hat, der wird sein blaues Wunder erleben. Ich habe total den Schrecken bekommen, als sie auf einmal so geschrien hat. Naja, ich nehme Marie. Ich entscheide mich für Pflicht. Okay, geh zu Tim und sag ihm, dass er total uncool ist. Was? Hallo Tim. Was willst du? Ich chatte gerade. Ich wollte dir nur sagen, dass du total uncool bist. Was? Wie kannst du nur so etwas zu mir sagen? Annika, du bist dran. Nun gut, ich nehme Pflicht. In Ordnung. Meine Aufgabe lautet, nehme das Telefon und rufe bei der ersten eingespeicherten Nummer an. Tolle Aufgabe, ich hole das Telefon. So, ich wähle mal die Nummer. Ja, hallo? Oh, Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Oh Gott, so schnell auflegen. Stellt euch vor, das war Frau Stenzel, unsere Klassenlehrerin. Ach ja, stimmt. Mama hat heute mit dir wegen dem Herbstbasteltag in der Schule telefoniert. Meine Güte, ich lege schnell das Telefon weg. Finn, was nimmst du? Wahrheit oder Pflicht? Ich nehme Wahrheit. Wurdest du schon mal ins Klassenbuch eingetragen? Nein, zum Glück noch nicht. Malte, du bist... Okay, ich nehme Pflicht. Stelle dich auf den Balkon und schreie laut, ich bin dumm. Was? Was für eine verrückte Aufgabe. Na gut. Tja, dann muss ich wohl. Mensch, Stefan, es ist ja schön und gut, dass du es geschafft hast, Lena zu beruhigen. Aber was nicht gut ist, ist, dass du die Wäsche viel zu heiß gewaschen hast. Ach, Nina, dazu sage ich nur, ich bin dumm. Was? Na, wer auch immer das gerade war, hat vollkommen recht. So, Paul, du bist. Okay, ich weiß schon, was der Wahrheit bei dir kommt, deswegen sage ich Pflicht. Tja, Paul, dann sag uns, in wen du verliebt bist. Jetzt kann ich den Liebesbrief abgeben. An Marie, das schönste Mädchen auf der Welt. Nein, das sage ich nicht. Musst du aber. Nein! Kinder, jetzt ist wirklich Schluss. Legt euch bitte schlafen. Oh, schade. Danke, Johannes. Du hast mir gerade das Leben gerettet. Okay, habe ich gerne gemacht. Aber macht bitte das, was ich euch gesagt habe. Glück gehabt, Paul. Allerdings. Aber so kommst du mir nicht davon. Irgendwann musst du es sagen. Ja. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.